are making our way to Mali finally after a whole day in Istanbul. Call me Bawa. Gar nicht. Kein Klobürste. Ja, man geht auf Nummer 2 machen und kann leider nicht putzen. Ja, du duschst dich, keine Körpercreme. Sie könnte auch einschrauben. Zum Beispiel hier, Seife, Badezimmer-Seife. Machen Sinn. Jetzt, ja, der ganze Koffer ist trocken. Was soll ich jetzt machen? Und die Idioten haben unseren Koffer. Komm mal ein bisschen hoch hier. You're too small. Hallo. So, nachdem wir heute Morgen aufgewacht sind, ja, seht ihr, sie passt auf mich auf, Kinder. Nicht nur auf euch, auch auf mich immer, dass ich nicht stolper. Wir sind heute Morgen aufgewacht. Erzähl doch mal, Esther. Ja, also wir sind heute Morgen, oh Kinder, wissen Sie was? Also dieses komische Hotel hatte keine Zahnbürste. Und wir hatten auch noch unsere Koffer nicht, dann haben wir einen Zahnbürste geteilt. Wir haben eins gekauft. Der Papa, hat zwei Zähne geputzt und danach haben wir Zähne geputzt. So, und dann haben wir schon gefrühstückt mit unserem Gutschein. Ja. Was haben wir gefrühstückt? Ich hatte noch mal ein Burger King Chicken. Und eine Pizza, ne? Das war so lecker. Und jetzt laufen wir hier rum. Los geht's. Auf die Laufbänder. Ja. Und wir laufen jetzt ein bisschen rum und gucken uns den Flughafen an. Ja, wir haben nur ein paar Stunden. Genau. Super, bis später, Kinder. Ja, tschüss. Esther, wink mal. So, Esther, erzähl mal, was machen die gerade? Ja, die müssen hier ein bisschen sitzen, um ans Wi-Fi dran zu kommen. Genau, wir haben ja gestern kostenloses Wi-Fi im Hotel bekommen. Und jetzt sitzen wir hier am Hoteleingang, weil da haben wir kostenloses Wi-Fi. Weil in ganz Istanbuler Airport gibt es kein kostenloses Wi-Fi. Und auch nicht wirklich viel Trinkwasser. Bis später. Finally, we are making our way to Mali. Finally, after a whole day in Istanbul.
few inches later.